Wussten Sie, dass die moderne Medizin Viren so modifizieren kann, dass sie der Gesundheit dienen? Denn Viren haben die Fähigkeit, ihr Erbgut in Wirtszellen einzuschleusen. Tauscht man vorher das Erbgut der Viren durch andere Gene aus, lösen sie in den Zellen eine erwünschte Reaktion aus. Dieses Prinzip ist die Grundlage der Gentherapie, die seit 50 Jahren als Behandlung von genetisch bedingten Erkrankungen erforscht und mittlerweile mit großem Erfolg angewendet wird. Zwar gibt es für viele angeborene Erkrankungen wie Hämophilie oder Sichelzellenanämie bereits Therapien, die die Symptome mildern. Für eine umfassende Beschwerdefreiheit können sie aber häufig nicht sorgen. Die Gentherapie hingegen packt das Problem an der Wurzel an, nämlich im Zellkern. Dort befindet sich die DNA. Einzelne Abschnitte der DNA werden als Gene bezeichnet. Sie enthalten Informationen zum Bau von Proteinen, die verschiedene Körperfunktionen regulieren. Eine genetische Erkrankung ist die Folge einer Genmutation, also eines Gens, das fehlerhaft ist oder ganz fehlt. Warum also nicht ein funktionales Gen einschleusen? Das ist das Prinzip der Genaddition, der verbreitetsten Methode in der Gentherapie. Um das Gen in den Zellkern zu bringen, werden Viren als Transportmittel eingesetzt. Da ihr eigenes Erbgut durch das funktionale Gen ersetzt wurde, können sie keine Infektionen mehr verursachen. Die Viren dienen also als sogenannte Vektoren oder Genfähren. Sie können im Körper recht präzise an ihren Zielort geleitet werden. In die Zellen eingeschleust, kann von nun an die richtige Bauinformation gelesen werden. Die Zellen produzieren die Proteine, die sie produzieren sollen. Ein natürlicher Prozess ist in Gang gesetzt, der bei gesunden Menschen im Grunde genauso abläuft. Nach derzeitigem Kenntnisstand hält die Wirkung viele Jahre an, die Patienten weitgehend beschwerdefrei verbringen. Je nach eingesetztem Vektor und verwendeter Technik führen Zellteilungen mit der Zeit dazu, dass die eingefügte Bauinformation verschwindet. Eine erneute Genaddition mit demselben Vektor kann dann wahrscheinlich nicht mehr durchgeführt werden, da das Immunsystem diesen bereits kennt und abwehrt. Deshalb ist dieselbe Gentherapie nach heutigem Stand der Forschung nur einmalig anwendbar. Sie ist relativ nebenwirkungsarm und hat sich als sehr effektiv erwiesen. Die Therapie hat bereits viele Menschenleben verbessert und gerettet. Das alles dank modifizierter Viren.